Herzlich willkommen, meine Griefer-Freunde. Ich bin's wieder, euer Garkulum, und ich habe ein schönes Geschenk für euch vorbereitet. Das sind 7 Plugins mit OP-Befehlen. Das sind alles stinknormale Plugins, die jeder Owner braucht. Also Anti-Cheat Plus, Colored Signs, Multiverse Core, Simple Warnings, Survival Games. Ja. Also, das Coole daran ist, dass die Owner nicht so schnell dahinter kommen, dass das irgendwelche bösen Plugins sind. So. Ich zeige euch erstmal, wie man diese verwendet. Also. Ich habe jetzt hier Multiverse Core von dem Ordner genommen. Ihr seht, das ist grün, also das ist hier nicht irgendwie beschädigt oder so. Ja. Ich kann ja auch /mv eingeben. Also, das Plugin funktioniert einwandfrei. So, was muss man jetzt als Griefer machen? Also als Griefer muss man ganz normal im Chat Garkulym Army eingeben. Sobald man das eingegeben hat, kann man Sternchenbefehle ausführen. Also, um erstmal alle Befehle erstmal auflisten zu lassen, muss man einfach nur Sternchen eingeben. Und da sieht man, dass man zum Beispiel Spieler oppen kann, Spieler deoppen kann oder vom Spieler aus einen Befehl abschicken kann. Ich mache erstmal Difficulty 0. Ups. Difficulty 0. Einfach damit die Mobs nicht so doll nerven. So, ich werde mich erstmal deoppen, um euch zu zeigen, dass das jetzt kein Fake ist. Sternchen OP und jetzt den, also hier DOP, ihr seht, ich habe keine Rechte. Sternchen OP Garkloid. So, schaut, ich habe OP-Rechte. Genauso kann man mich auch wieder deoppen. Sodo, da müsst ihr einfach den Namen des Spielers eingeben und dann das, was er abschicken soll. Das kann sowohl ein Befehl sein, aber auch eine Textnachricht. Ich mache mal jetzt hier Hallo. Ja, wenn jetzt hier ein zweiter Spieler drauf sein würde, dann hätte er diese Nachricht abgeschickt. Und in der Konsole steht das dann auch so, dass er das abgeschickt hat. So, was kann man noch machen? Ich weiß, dass viele von euch gerne WorldEdit-Befehle benutzen. Ja, das Problem ist halt immer nur, dass diese Befehle oft in der Konsole gesehen werden. Also sobald man irgendwie /brush405 eingibt und dass der Owner in der Konsole sieht, sagt er sofort, okay, wir bannen dich jetzt, du hast keine Chance mehr bei uns zu arbeiten, etc. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich habe da eine Funktion für eingebaut, damit ihr nicht so schnell erwischt werdet. Also ihr könnt einfach statt slash einfach plus eingeben. Plus slash Wand. Dann habt ihr die Axt und in der Konsole steht gar nichts. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt hier eine Kartoffel in der Hand halten und könnt plus brush 405 eingeben. Könnt hier anfangen jetzt zu griefen. Also, keine Sau merkt, dass ihr da irgendwas in Schilde führt. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt. Ja, wenn es euch weiterbringt, dann könnt ihr einen Daumen nach oben bringen. Oder wenn ihr einen Vorschlag habt, dann kommentiert.